Ja, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich gebe euch mal ein paar Schlagwörter. Zum einen 6er, 8 ehren und Dennis Undorf, das sind die Themen des heutigen Videos. Und vor allen Dingen, Gott sei Dank, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir sehen morgen endlich Werder wieder live. Je nachdem, wann ihr das Video natürlich seht, also am Mittwoch um 12 Uhr sehen wir Werder wieder live. Dazu gibt es eine kurze Info. Ab 11.30 Uhr sind wir hier auf diesem Kanal online und werden uns das Test natürlich wieder zusammen angucken. Ich freue mich sehr auf euch. Wenn euch das ganze Video gefallen, gefällt und ihr den Kanal unterstützen wollt, lasst gerne einen Daumen nach da oben da. Lasst uns direkt zu Beginn des Videos, glaube ich, die 150 Likes schaffen, das wird kein Problem sein. Und ganz wichtig, eure Meinung zu den jeweiligen Themen in die Kommentare. Solange ihr sachlich bleibt, freue ich mich immer sehr. Und jetzt sprechen wir vor allen Dingen über zwei, drei wichtige Sachen. Zum einen, ich glaube, ein paar von euch werden es wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Rapport gewechselt. Gestern auch nochmal ein Video dazu gemacht. Soll jetzt ein Sechser oder Achter kommen? Also wir haben die klare Aussage erstmal von Clemens Fritz, dass man das intern auffangen wird mit Manuel Bom und äh, Salifu, die beide in der Hinrunde keine Rolle gespielt haben durch eben Verletzungen, ETC. Sind aber jetzt wieder da. Manuel Bomb war ja schon länger wieder im Aufbau. Auch Salifu war auch schon was länger wieder fit. Hat ja auch schon das ein oder andere Testspiel jetzt mitgemacht. Sind aber jetzt eben voll zur Verfügung in der Rückrunde und auch beide mit im Trainingslager dabei. Bei. Man muss dazu sagen, dass die Community und die Werder-Fans das nicht alle so sehen, ähm, wie jetzt auch Clemens Fritz oder auch viele andere, sondern dass da ein Riesenwunsch nach einem Sechster und Achter ist. Da werden wir gleich drauf eingehen, denn ich habe euch eine Umfrage gegeben, beziehungsweise ich habe eine Umfrage gestellt gestern mal. Die ist auch immer noch online, also noch aktiv wir werden mit Sicherheit noch ein paar Leute mit abstimmen. Aber wir haben eine 70%-Quote und da werden wir gleich äh, drauf eingehen. Ich zeige euch das Ganze jetzt mal. Äh, das ist schon, ja, sehr, sehr, äh, ja, doch schon sehr, sehr krass, wenn man mal so überlegt. 944 Leute bis jetzt abgestimmt. Wie gesagt, werden noch weitere ähm, dazukommen. Runden wir das Ganze mal auf 1000 auf, dann sind von 70%, das heißt 700 Leute sagen, Mittelfeld, Sechser, Achter. Ich habe gefragt, würdet ihr euch wünschen, dass Werder im Winter doch noch zuschlägt, wenn ja, auf welcher Position? Und es geht hier jetzt nicht dabei um, oh, aber Werder finanzielle Mittel und äh, Werder hat ja gesagt, es äh, wird sowieso ein Bomben und Salifu, äh, wir lösen das intern. Wir lösen das intern, ist übrigens sowieso etwas, was Werder-Fans sehr ungerne hören. Ähm, dennoch sind 700 Leute hier von 1000 äh, der, der Meinung, ey, wir wollen einen Sechser oder einen Achter noch haben. Das fand ich natürlich auch sehr, sehr spannend. An der Stelle würde ich mich sehr, sehr freuen, welche Namen oder welche Spieler euch da so vorschweben. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein, denn am Donnerstag werde ich mal ein Fünf-Transfers für Werder machen. Ich werde mich dabei aber sehr darauf beziehen, ablösefreie Spieler zu, zu scouten, sozusagen. Spieler, die man eventuell ausleihen könnte und Themen sowohl für Winter als auch für Sommer, denn. Wie gesagt, wir sind halt finanziell eben nicht äh, so stark aufgestellt, dass wir jetzt sagen: Ach komm, dann machen wir mal eben zwei Transfer. Wenn im Winter jemand kommt, dann sowieso wahrscheinlich eher nur einer. Aber ähm, ja, für den Sommer ist natürlich ganz viel äh, auch noch auf dem Plan. Gerade auch mit Mittelstedt haben wir noch keine Kleid. Also da kommt schon noch einiges. Deswegen, wie gesagt, gerne Namen unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was für Transfervorschläge da kommen. Äh, Fand es, wie gesagt, nur extrem interessant und wollte euch das unbedingt als gesamten Community mal zeigen. Wer die Community-Tab nicht kennt, immer gerne auschecken. Wie da eigentlich so der, die Stimmungslage aktuell auch ist. Und jetzt kommen wir vor allen Dingen zu einem Thema, äh, was wir ungefähr vor einem Monat ja, circa mal aufgemacht haben. Und zwar war da interessiert der Hamburger SV an Ehren Dinschi. Ihr seht auch hier noch aktuelle Gerüchte, Hamburger SV, ähm, an Ehren Dinschi. Und ähm, ja, da habe ich damals gesagt gehabt, dass ich bei Ehren Dinschi sehr begrüßen werde, wenn er geliehen, also verliehen wird. Das hat sich aber nicht nur auf den Hamburger SV bezogen, das sehe ich auch immer noch so. Ich persönlich denke, dass für Ehrendings Entwicklung, dass er wirklich den nächsten Sprung macht, wäre es am besten sich verleihen zu lassen. Warum? Ehrendings ist 21 Jahre alt, hat leider immer wieder auch mit Verletzungen äh, zu tun und immer wieder Verletzungsprobleme. Man hat noch einen langfristigen Vertrag bis 2025. Das heißt, es ist ein junger Mann, den du problemlos verleihen kannst, der unbedingt Spielpraxis braucht, der vor allen Dingen unbedingt, ähm, ja, sage ich mal, Erfolgserlebnisse braucht. Und daher würde ich ihn sehr, sehr gerne in der zweiten Liga oder auch in der holländischen Liga äh, sehen, ähm, um eben den nächsten Sprung zu machen, dass man da eben auch wirklich sagt, ja, ah, okay, gut, da kann er dann eben äh, sich vielleicht zeigen, kommt auf die Spielpraxis, auf die Einsatzminuten und so weiter und so fort. Und halte ihn auch nicht für einen sehr, sehr guten ähm, Ersatz, für wenn wir jetzt überlegen, wir gehen in die Rückrunde mit vier Stürmern, was sowieso relativ niedrig ist, wenn wir mit zwei davon immer fest spielen, dass Dinci dann wirklich so eine Lösung ist, dass es heißt, ich habe es schon ein paar Mal erklärt, nehmen wir mal an, Völkuch verletzt, Duck gesperrt, dann ist Birk und Dinci in der Startelf oder auch, wenn nur einer von denen verletzt ist, ist vielleicht Birk in der Startelf oder Dinci, das ist dann die Frage, der andere ist aber auf der Bank als einzige Option. Das ist für mich jetzt nicht so, ja. Dick besetzt, sagen wir mal so, oder eine ernsthafte äh, Lösung, dass man dann auch sagt, okay, gut, wenn wir dann eben jetzt, keine Ahnung, zwei Jahre zurücklegen und am Ende mit vier Stürmern spielen, dann, dann äh, hat man da ein gutes Bauchgefühl mit. Daher glaube ich, dass es sinnvoll wäre, Dinchi zu verleihen, zumal auch noch jetzt dieser Verletzungsaspekt, den man hier wieder mit reinnehmen muss. Wir in der Rückrunde auch nicht wissen, was ist, wenn wirklich da der eine oder andere Mal Verletzung gesperrt ist und dann Dinchi einspringen muss und ausgerechnet dann ist er auch wieder verletzt. Denn, wie gesagt, er war ja auch schon in der Hinrunde verletzt gehabt und er ist gefühlt alle drei Monate sind wir wieder verletzt. Ja, da ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, was kann man dagegen tun? Also bei Völkow hieß scheinbar der Plan wirklich Muskeln aufbauen bis zum Gehen nicht mehr. Könnte vielleicht für den Tier auch helfen, man weiß es nicht. Aber was ich sehr sehr interessant finde und wo ich sage, ey, das ist ein Spieler, da müssen wir uns jetzt wirklich mal Gedanken drüber machen, weil eben Brighton möchte gerne oder ist bereit dazu Dennis Undarf zu verleihen. Und das könnte wirklich auch ein Thema für uns jetzt hier im Winter sein. Ich weiß natürlich geht es auch darum dass er eben mehr Spielpraxis bekommt. Ich meine keinmal in der Start der 7% Spielminuten von 16 möglichen Spielen nur 8 Einsätze und dabei nur 7% Spielminuten das ist natürlich viel zu wenig. er ist im besten Fußballalter er braucht mehr ähm, er braucht einfach mehr Spielpraxis aber ich sage euch ganz offen ehrlich für uns kann das eine Riesenmöglichkeit sein. Wenn man es schaffen würde, von Brighton Dennis Undav zu leihen, dann sehe ich da so viele Vorteile in der Rückrunde. Nicht nur, dass wir auf die Steuerposition weit breiter aufgestellt sind, auch wenn Dinci abgeben würde, gibt es, das, gibt es uns die Möglichkeit auch in Varianten. Wie, wie viele äh, haben es jetzt schon gesagt gehabt, dass es technisch einfach die bessere Option wäre, wenn Duchs ein nach hinten gehen würde, weil er einfach er arbeitet viel für die Mannschaft, er sieht viel, er ist auch gefährlich aus der zweiten Reihe, macht gerne seinen Anschnürbler, aber im 16er braucht er eben drei, vier, fünf Chancen. Und daher sehen ganz, ganz viele Marvin Durchsch hinter den Stürmer. Wenn du Durchsch hinter die Stürmer ziehst und aus unserem Dreier Mittelfeld eine doppel sechs machst und dann einen Zehner und da Durchsch eben hinstellst, eröffnet sich da ja natürlich auch eine neue Möglichkeit, dann zum Beispiel mit Und und in der Doppelspitze dahinter mit Marvin Durchsch zu agieren. Wäre eine Option, die natürlich für uns alle, glaube ich. Das Herz ein bisschen höher schlagen lässt. Aber auch, er hat einen Makel von 6 Millionen. Und da müssen wir ganz ehrlich sein, wenn man eine Kaufoption haben kann, ich rede jetzt nicht von der Kaufpflicht, sondern eine Kaufoption haben kann für den Sommer. Sollte man auch diese einbauen, unbedingt, denn äh, es gab ja schon Gerüchte, dass er für marktwertähnliche Preise dann vielleicht auch, äh, man ihn haben könnte und da wurden so Summen genannt zwischen 5, 6 und 7 Millionen, aber vorzugsweise immer eine Laie. Jetzt nehmen wir aber mal an, man könnte Dennis Undorf und dann vielleicht so eine Kaufoption reinschreiben und ein Völkuk würde im Sommer wirklich für 15 bis 20 Millionen den Verein verlassen. Dann hast du da direkt den Ersatz, der sich vielleicht auch schon eingespielt hat, über ein halbes Jahr. Also für mich eine super, super gute Variante. Auch wenn du Duxch nicht nach hinten ziehst, er belebt das den Konkurrenzkampf enorm. Weil natürlich auch ein Duxch, wenn er da drei, vier, fünf Dinger ver vergibt, ähm, baut natürlich auch ein Undorff-Druck auf ihn auf. Und äh, ja, dann hast du natürlich eben eine super Doppelspitze auch mit Vögel und Undarf Und ein Dursch auch auf der Bank. Also noch so eine geile Option, die du von der Bank bringen kannst, wenn du ihn nicht nach hinten ziehen willst. Daher von mir jetzt nochmal, deswegen wollte ich ihn unbedingt nochmal reinbringen. Solange Dennis Undorf noch nicht gewechselt ist und bei Brighton immer noch Thema ist, dass er abgegeben werden kann. Ich weiß auch nicht, warum der Fall jetzt hier steigt. Keine Ahnung, das äh, checke ich nicht. Aber äh, wir wissen, dass Köln raus ist. Köln hat Davies Selke geholt. Hertha hat Niederlechner und ähm, Rees verpflichtet für die kommende Saison. Werden und auf auch nicht leihen. Und Schalke ist bei dem Thema auch raus. Das wissen wir auch schon. Das heißt, der einzige, der hier noch genannt wird, ist Werder Bremen. Und das sind wir. Und wir sind am Steigen. Ähm, wie gesagt, auch wenn diese Zahl jetzt irrelevant ist. Was aber relevant ist, ist, dass Undorf ein total interessanter Kandidat bleibt und über den wir uns wirklich Gedanken machen sollten. Deswegen hatte mich auch umso mehr gewundert gehabt, dass hier bei dieser Abstimmung wirklich die Mehrheit ein Sechser oder Achter haben wollen würde. Ich sehe wirklich. In, jetzt gerade für die Rückrunde gesehen, eher unser Problem im Sturm in der Breite, vor allem in der qualitativen Breite. Wenn da mal jemand ausfällt, sehe ich bei uns schon eher schwarz als im Mittelfeld, weil wir im Mittelfeld so viele Spieler haben. Jetzt nicht qualitativ die besten Spieler haben, aber wir haben halt eine breite Masse an Spielern. Also wir haben jetzt Mbom, Salifu, Gruef, Grosso, äh, Romano Schmidt, Bittenkurz, äh, Jens Day, Niklas Schmidt. Äh, sind schon acht so, Tom Berger ist jetzt auch noch mit beim Trainingslager gereist. Äh, ich habe bestimmt noch irgendwie vergessen, jetzt gerade auf die Bitten call, ich schon gesagt, ich weiß nicht. Auf jeden Fall äh, acht, neun Leute haben wir für drei Positionen im Mittelfeld. Ähm, ja, äh, Tom Berger, wie gesagt, klammern wir jetzt noch. Ist natürlich für die zweite zugesehen. Dennoch spielt er jetzt beim Trainingslager erstmal mit und äh, kann sich da beweisen. Wenn er sich durchsetzt, der hat auch ein super Fußballeralter. Ich glaube, das ist 1-22, Also auch in dem Sprung, wo wir sagen, okay, entweder kommt er zu den Profis oder man gibt ihn ab. Und ich finde, er hat sehr, sehr viel Talent. Wenn er sich Zeit sollte man ihm eine Chance geben, ja? Jetzt auf jeden Fall allumfassend. Das war erstmal das Video. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen. Ich persönlich, wie gesagt, sehe im Winter unseren größten Handlungsbedarf eher in der Offensive, nachdem man golle abgegeben hat. Den sie für mich immer noch ein Leihkandidat ist, ähm, ja? Und einfach man perspektivisch wegen Füllkugel sowieso gucken muss wäre das für mich eine Baustelle, aber natürlich müssen wir auch über andere Sachen noch reden, wie Linksverteidiger, wenn Jungsvertrag jetzt eben wirklich nicht verlängert wird, äh, kommt Mittelstädt oder was, wenn Mittelstädt nicht kommt und auch eure, äh, eure große Wunsch nach 6er, 8er, welche Kandidaten würden denn überhaupt Sinn machen und wen könnte man denn holen, das werden wir dann am Donnerstag, wie gesagt, beantworten morgen gibt es erstmal den Stream und natürlich dann die Analyse zum Testspiel zum ersten Testspiel, genau und am Donnerstag sehen wir uns dann mit diesem Transfervideo praktisch wieder, so ist der Plan ja, äh, es freut mich erstmal sehr, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, dann schreibt doch mal einfach rein. Hashtag ähm, wir sind noch da oder Hashtag bin noch drin. Und ja, dann würde ich sagen, ich bin jetzt raus an der Stelle. Euer Nico und ciao, ciao. Hi Real Nico. So Freunde, erstmal hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Real Nico. Mach weiter so.